Hallo, hier in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe vom Microsoft Image Composite Editor ein Kugelpanorama stitchen könnt. Dafür nehme ich jetzt hier 31 Bilder, von denen auch welche den Himmel aufgenommen haben, füge die in meinem Programm hinzu und dann seht ihr schon gleich, dass sie reingeladen sind. Rechts die Einstellung Simple Panorama lasse ich auf Auto Detect. Da könnte man jetzt auch Rotating Motion auswählen, das wäre nämlich das passende für das Kugelpanorama. Aber Autodetect erkennt das entsprechend. Hier geht es eigentlich nur darum, wie wir die Kamera bewegt haben, ob wir schrittweise zur Seite gegangen sind, um das Panorama aufzunehmen, oder ob wir die Kamera um die eigene Achse gedreht haben. Man könnte auch über Structured Panorama angeben, in welcher Reihenfolge man die Bilder aufgenommen hat, ob Reihe für Reihe oder Zeile für Zeile, aber Simple Panorama mit Autodetect reicht hier vollkommen aus. Als nächstes gehen wir auf Stitch. Hier werden die Bilder analysiert und aneinandergereiht. Okay, jetzt sehen wir hier schon das fertige Panorama, wie es zusammengefügt wurde. Rechts gibt es jetzt noch Einstellungen, wie das Bild dargestellt werden soll. Aber da wir ein Kugelpanorama aufgenommen haben, lassen wir das auf Spherical. Als nächstes geht es zum Zuschneiden. Dauert jetzt auch wieder einen kurzen Augenblick, weil das Bild zur Weiterverarbeitung nochmal zwischengespeichert werden muss. Und danach können wir dann... ja, beispielsweise den Himmel automatisch vervollständigen lassen. Das geht in der Zuschneiden-Funktion. Theoretisch hätte man jetzt eben auch von Import direkt auf Crop drücken können, damit ja die Schritte sofort hintereinander ausgeführt werden. So, das ist jetzt das Panorama, das wird jetzt flach dargestellt. Dementsprechend sind hier unten auch die ganzen Linien so verzogen. Und hier oben, weil wir nicht den kompletten Himmel aufgenommen haben, fehlt ein Stück. Und das können wir jetzt mit der Autocomplete-Funktion automatisch ausfüllen lassen. Jetzt wurde das Bild automatisch vervollständigt. Zum Vergleich nochmal ohne und jetzt mit. Höchstens hier neben, dass man da nochmal mit Photoshop kurz drüber pinselt und das ein bisschen korrigiert. Hier jetzt auch, das sind aber Stitching-Fehler und keine Fehler der Autovervollständigung oder hier, aber das lässt sich nachher noch im Photoshop weiter bearbeiten. Okay, damit sind wir jetzt auch schon fertig und können das Panorama speichern. Zur Auswahl steht uns hier JPEG. JPEG ist aber auf 64x64.000 Pixel limitiert. Alles andere, was größer ist, muss man in kleinere Dateien unterteilen. Man kann die Bilder auch als PNG exportieren oder auch direkt für Photoshop. Bei Photoshop sollte man aber darauf achten, dass man alles in einer Ebene speichert und nicht jedes einzelne Bild als Ebene, weil dann kann die Datei beim Export auch ganz schnell mal in mehrere hundert Gigabyte bis hin zu Terabyte groß werden. Ich möchte das Bild jetzt aber als JPEG speichern mit 92% in der Qualität, damit es nicht zu schlecht wird, aber auch die Datei nicht zu groß wird, und dann wird jetzt exportiert. Okay, damit wären wir jetzt auch schon fertig. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr das Bild für Facebook oder auch Google Street View aufbereiten könnt, damit das auch ordentlich dargestellt wird, damit man sich in dem Bild auch umgucken kann.